Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Randomizer Nuzlocke Challenge. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Und ich habe jetzt meine Pokémon nicht alle auf Level 20 trainiert, weil das jetzt so lang dauert hat. Ich habe jetzt die zwei Tage durchgespielt, aber ich habe zwei nur geschafft. Ein Glitzerbrief. Was willst denn du? Willst du mich antreten? Komm her. Da bin ich gespannt, was du für Pokémon hast. Ein Apollo. Erstaunlich. Hoffentlich hat er nicht den Abgangsbund oder so. Ja, easy. Ja, 300. Der Max. So, das ist einfach nicht fair. Ja, ja. Wir wollten ja nur die Wannfahren stehlen. So, der holt sich sein Pekko. So, da können wir auf jeden Fall noch ein Pokémon fangen in der Höhle. Na, ich hätte gerne einen Encounter. Hallo? Und das Pokémon, was wir fangen können, ist ein Metagross. Ah, ist gut. Konfession. Könnt wehtun. Natürlich alles, was es gibt. Chris hat sich durch. Danke. Ich glaube, einmal kann ich noch. Ist nicht mehr verwirrt. Erstauner. Okay. Ah, Metall. Klar, kann wehtun, okay, Gesang. Metagross. Schlaf ein. So, und jetzt probieren wir es anzufangen. Beutel. Ja, ich habe mir ein paar Pokébälle aufs Screen gekauft. Ach, Kick bitte. Ich kann zwar jetzt viele werfen, aber das heißt nicht, dass ich jetzt alle da verschwenden will. Da bleibt drinnen! Ich mag nicht nochmal Erstaunen ansetzen wollen. Weil ich werde beim nächsten Erstaunen stirbt. Was ist mit ihnen? Ein Schläfer bringt sich nichts. Ich mag nicht jetzt nochmal erstaunen oder Schnabel ansetzen. Eins. Ja, auch mit einem Metallklau. Bleib drinnen! Gut, nach dem nächsten Treffer muss ich Pokémon tauschen. Das gibt es nicht. Ich mach nochmal Gesang. Warum trifft er nicht? Mach bitte noch einmal. Nein, nicht Konfession, ich muss Pokémon tauschen. Dann tausche ich halt gegen. Thomas sollte Konfusion nicht so viel tun. Glaube ich.
Bitte bleib jetzt drinnen. Oh, pack ich ja nicht. Metall klar macht. Gar nichts. Geh bitte! Was soll ich denn jetzt noch machen? Ich traue mich nicht angreifen. What the fuck war das ist? Was soll ich jetzt noch großartiges dazu sagen? Ich kann nichts dazu sagen. Wir sehen uns, wenn ich es gefangen habe, das Pokémon, ja. So, es bringt sich nicht. Ich habe jetzt fast 20 Pokébälle geworfen. Den einen Pokéball werfe ich noch. Es sind fast alle Pokémon von mir, halber T. Wenn er sich gefangen wird, dann scheiße ich drauf, ja. Wer bringt dich eh selber um? Nicht einmal. Was mache ich denn jetzt? Ja, dann wechsle ich noch einmal so einen Chris, mache nochmal Gesang und schaue, ob ich ihn noch fange. Nein, es ist aus, als hätte er sich selber umgebracht, oder? So, Scheiß. Weiß nicht, wie viele Pokébälle ausgeworfen für nix und wieder nix. So, Scheiß. So behindert das. Na wirklich, so dumm. Ah, jetzt kommen da lauter Pokémon. Das ist so nervig. Oh weh. Oh, jetzt hört's auf, die ganze Zeit zu kommen. Wieso kommen jetzt die ganze Zeit Pokémon? So nervig, wirklich. So. Ja, hab ich. Ja. Danke für den einen Superball, den hätte ich vorher gebraucht. Nein, ich will eigentlich nicht folgen. Ja, darf ich jetzt einfach gehen? Danke, wieder schauen. Muss meine Pokémon erheilen, oder? Pff.
schlimm, Alter. Ja, Metacross wäre urgeil gewesen, aber das Spiel sagt, nee, darf ich nicht haben. So lange wie ich jetzt geworfen habe, ne? Na gut, dann ab Richtung zweiten Orden halt. Oh, hallo. So Gott sei Dank ist das kein Trainerkampf. So, dann auf und davon. Ich habe die ganzen Items offscreen geholt, dass wir die jetzt nicht nochmal holen müssen. Waren eh nicht so richtig coole Items leider. So, dann da weiter. Schnell. Ja. Mhm. Gut. So. So. Ist der Angler, der was mir der Angel gibt? Danke schon. Frage ist, soll ich mich an die Arena schon trauen? Ja, wenn ich jetzt stirb, dann fange ich eine andere Challenge an. Von Pokémon ist nicht so tragisch, falls ich jetzt drauf gehen sollte. Nur ist halt wieder das Projekt. Wurscht. Gehen wir es einfach an. Es wird schon nichts Schlimmes passieren, oder? Normalerweise ist es eine Kampfarena und es ist eine Wasserarena. Wasser da ist auf jeden Fall. Ja, gegen die Arena habe ich ein anderes Pokémon eigentlich. Ich sollte nicht mit Erm da kämpfen. Willkommen! Ja, genau. Frostbeule. Was ist Frostbeule? Erstaunung. Macht auch ein bisschen was. Besiegt. Ja, ich sollte mit Thomas da liegen, wenn das halt wirklich. Also es ist eigentlich egal, ob es ein Eis oder Wasser einer ist. Ich kämpfe natürlich gegen alle. Nicht wegen Licht, sondern generell. Also es ist jetzt Wasser oder Eis? Eis. Das heißt, die Arena könnte ein Arktos haben. Muss es aber nicht. No. Natürlich geht das daneben, der Attack ist ja klar. Ich brauche unbedingt eine EP-Teil, das heißt, nach der Arena gehe ich dann zurück und hole eine EP-Teil, weil den brauche ich auf jeden Fall. So. Fast Level 20 für Thomas. Ah, Level 21 für Thomas meine ich natürlich. So, ich mach dich fertig. Das werden wir sehen. Also du hast drei Arktos. Nein, ein Quickel. Lieb. Ja. Wenn es treffen wird. So, First Cop. Gib nochmal daneben. Yay. Yeah.
Ich warte noch drauf, bis Thomas einmal verreist ist, ne? Ja, mach mal Stanne. Stanne nimmt auch ein bisschen was. Level 21 Thomas. Ein Käfer, die Weiterentwicklung. Ja, Stanne mal. Was machen die alle? Pulverschnee. Wie viel macht denn eigentlich Nachtnebel bei uns? Hm? Schnüffler. Kennt Thomas. Oha. Was da ist nicht so cool? Stirb. Also auch da ist er dafür da, dass er noch überlebt, ne? Das war's da. Und Jungang Felskopf. Komm, treff! Was? Ah, eins noch. Einmal der Stern noch, dann heilen und die restliche Erinnerung. Ernsthaft. Und dann die restliche Erinnerung machen. Da war's ihm. Ach, so. Dann zurück mit mir. Einmal heilen gehen, dass Thomas auch die restliche Arena schafft. Dann Pokébälle kaufen, dass ich angeln kann da. Und vielleicht noch die Höhle in dem Part angehen, dass wir Treue finden. Genau. Das ist der Plan. Na, hoffentlich schaffen wir. Na, ich bin gespannt. Sehung. Es geht. Das macht über die Hälfte, das ist immer gut. Ja, zweimal hintereinander trifft Felskopf. Sollte tot sein? Nein! Scheiße. Aber Init ist zweimal runter, das heißt, ich bin jetzt auf jeden Fall schneller als Sejung. So, Erstaunung. Ja, war klar, deswegen habe ich Felskopf nicht angesetzt. Crit. Ja, dann machen wir halt mit der Stauner halt ein bisschen. Und komm, stirb. Alter. Das ist ja noch ein Trank an. Das packe ich ja nicht. Ich habe natürlich keinen Trank, ne? Scheiß Kap. Aber es sollte eigentlich alle seine Tränke verbraucht haben, gibt's ja nicht. Wenn es so weitergeht, stirbt Thomas in der Arena. Ach, wieso nimmt er so wenig? Komm, bring ihn jetzt mal um, Thomas. So. So, das zweite ist Podobel. Level 18, Felskorb. Oh. Oh, Geschenke haben keine Wirkung auf Thomas.
Ein One-Hit! Boah, es hätte auch hier rausgehen können für Thomas. Aber wir haben es geschafft. Noelle! Bin ich froh. Boah, wir haben Arena 2 geschafft. Ja, da steht zwar Camilo, aber es ist ein anderer Name vorher schon. So, sie gehorchen mal bis Level 30, vor allem mit TM08. Ja, genau, vor allem. Oh ja, vor allem Blitz TM08 Botzo, ne? Stimmt schon. So. War ziemlich anstrengend, muss ich euch ganz ehrlich sagen. So, es ist nur die Frage, gibt es da eigentlich einen Pokémarkt da auf der Insel, da wo ich gerade bin? Weiß ich gar nicht. Wenn ja, wo? Was nicht? Ist das der Pokémarkt? Nein, das ist die Halle. Da gibt's keinen. Okay. Ja. Schauen wir mal, was anpasst. Und das Pokémon ist ein Caputo. Gleich einmal Pokémon Pokéball draufschmeißen, schauen, ob es drinnen bleibt. Natürlich bleibt es nicht gleich drinnen. So dumm. Bitte bleib drinnen, ich kann keinen Schnabel auf dich machen. Ich bin 10 Level drüber. Bitte bleib drinnen. Kann Caputo nur Härtner oder was ist da hier? Bitte bleib drinnen. Bitte bleib drinnen. Ich werde, wenn ich einen Schnabel mache, ist hier. Ja, mach einen Schnabel, mach's halt hier. Noch nicht einmal. Alter, ich hätte die ganze Zeit Schnabel machen können. Aber Erstaunen mache ich halt nicht. Ja, vielleicht weil so viele Härten es gemacht hat. Aber es kann Kratzer als Attacke. Als Attacke. Mhm. Vielleicht drückt sein Erstaunen jetzt durch. Und noch ein Stapel. Ein Stapel geht noch, glaube ich, ne? Dann bleibt wenigstens ein Superball drin und... Name für Caputo. Keine Ahnung. Ja. So, das ist der Ian. Ich weiß nicht, ob sie den vom Projekt erkennen, aber wenn ja, dann... So, das ist jetzt, so, jetzt haben wir 6 Pokémon. Aber schaue ich, dass ich im nächsten Part dann wirklich alle auf Level 25 mindestens krieg. Das ist ja lächerlich, Alter. Wirklich. So, das suche ich mal auf jeden Fall im nächsten Part raus. Oh. Oder wir kämpfen mal gegen die Trainer und die Höhle machen das nächste Mal. Ich weiß es nicht. Ein Libeltra.
könnte Chris schaffen. Ah, die Hurnsgenauigkeit, ne? Hör auf, Katzenstreu nach mir zu schießen. Natürlich ist daneben nach zwei Sa. Okay, ich darf Thomas nicht auswählen, weil der hat Biss drauf. Ja, nur weil ich dich triff, brauchst man nicht gleich einen Sandwirbel in die Goschen hauen, Alter. So, stirb. Ach. So, Level 16 für Chris. Fast Level 17 sogar. Ja, schauen wir mal, was wir jetzt auch schaffen. So, den Trainer nehmen wir halt auch noch mit. Ja, aber das Meer ist ja dasselbe da unten. Ich glaube, da brauchen wir nicht fischen, oder? Ein Xerox! Verfolgung. Das ist auf jeden Fall nicht gut, wenn ich austauschen will. Silberblick. Xerox hätte ich auch gerne in dem Spiel. Na okay. So, zack. Xerox ist mal tot. Das heißt, es ist Käfer oder Stahl, ne? Also Käfer. Level 8 von Leo. Alles klar. Und das letzte Pokémon ist ein Liberok. Irgendwie haben die keine guten Pokémon, kann das sein? Okay, wenn man das am Anfang nicht mitzählt mit Kaioke und Rayquaza, ne? Dann haben es keine gescheiten Pokémon. So. Ein Schattenglas. Was ist ein Schattenglas? Okay. Kenne ich gerade nicht, sagt man nichts. So, Pokémon heilen. Dann Pokébälle kaufen für die Höhle drinnen. Und dort drinnen halt hoffentlich ein gescheites Pokémon fangen. Also Pokébälle kann ich ja nur da oben kaufen, ne? Und dann gibt's da. Aber ich kann hier nichts kaufen, ne? Okay, das ist nicht random, okay, cool. Ja, dann kann ich da keine Items kaufen, dann ist egal, dann gehe ich einfach da ran. Wie viele Bälle habe ich noch? 6. Sag ich dunkel, da tut mir vor, treu, Blitz. VM05, das Blitz, ne? Die brauche ich eh da unten, oder? So, was ist das Pokémon, was ich fange? Ein Lavitar. Das hätte ich wirklich gern. Okay, Gesang. Triff mit Gesang, Chris. Weil ich weiß nicht, ob Schnabel, also mach so, ich werfe es, bis ich 4 Pokébälle habe. So ungefähr. Oder 3, mach mal 3 und dann probier nochmal Schnabel. Boah, das war wirklich verflixt knapp. Aber warum ist er nicht drinnen geblieben? Und ich werfe einfach, bis ich keine Pokébälle mehr habe. Mach mal so, ist wurscht. Muss man sowieso welche kaufen dann. Ja! Boah! Lavitar ist geil.
Spitzname weiblicher Obala. Ist die Kerstin? Keine Ahnung. So, ich habe einen einzigen Schutz. Was mir nichts bringt. Alter. Ja, da, ich muss ein Pokémon leider Blitz beibringen, auch wenn ich es gar nicht will. Aber wenn lerne ich denn das? Ich mag es denn Thomas nicht lernen. Und der Lena schon gar nicht eigentlich. Vielleicht bin ich so einfach durch. Ja, ist... Also jetzt bin ich da. Was hat es denn da in der Höhle nachgegeben? Na, also ich bin froh, dass ich das Lavita habe, ja. Ja, wir können ein bisschen trainieren da, wenn wir schon da bin. Level 17 für Chris. So. Einfach an der Wand entlang tasten, wird schon gut gehen. Ja, Schleimer wäre aber auch cool gewesen. Vielleicht tue ich es nicht die ganze Zeit kämpfen. Ich mag jetzt den Ausgang finden. Da geht's runter. Ich mag das niemand Blitz. Lernt von meinen Pokémons. Na, gekommen. Ein Knuffenser, jetzt doch geben. Ja, du bist schneller hin. Geh bitte. Ernsthaft. Aber es wäre vom Typ Pflanze gewesen, ne? So. Gib Knuffenser. Geht's auf? Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt bin. Ich melde mich, wenn ich ihn gefunden habe. Ganz einfach. So, ich glaube, ich habe es geschafft. Ja. Hallo, Troll. Ah, weh. Ja, Wahnsinn. Stahlflügel. Kann das wer lernen von meinem? Das wäre auf jeden Fall eine coole Attacke, wenn ich wer lernen könnte. So, zack, zack. So, ihr fragt euch jetzt sicher, wie bin ich da durchgekommen ohne die VM-Blitz? Naja, ich habe einfach die Lösung genommen, wie man durchgeht. Ist ja nicht verboten. Ich lerne keinen Blitz. Bin ja nicht doof. So. Den kann ich die TM Stahlflügel beibringen. Falls es kann. Schauen wir mal. Chris kann das lernen. Ich muss überlegen, wenn ich dann überhaupt raus hau. Chris kann es lernen, ich überleg's mal noch. Wie schmeiß ich ihn dann von meinem Team überhaupt raus?
Weil ich habe jetzt ein cooles Pokémon gefangen. Der Kaputus ist cool. Na, das kann sich in irgendwas weiterentwickeln. Also das muss ich trainieren, dass ich weiß, was sich das weiterentwickelt. Gesteinwasser. Der ist nicht tot. Ach. So. Banana nochmal. Ups. So. Soll ich Pinsir rausgeben? Warte, ich habe Psychokampf, Flugdrache, Eis, Unlicht, normal und das ist Gestein, ne? Gesteinwasser. Ups. Das ist normal, ne? Nein, das ist Käfer sogar. Und du bist. Ups. Gesteinboden. Ich weiß es nicht. Nein. Ja, ich überleg's mal bis zum nächsten Part. Ich tue auf jeden Fall alle trainieren. Bis Level 25 vielleicht. Das wird ein bisschen dauern, ne? Oder bis Level 20. Ja, machen wir 20, 23. EP-Teil kann ich mir ja dann jetzt holen. Dann hole ich mal dann offscreen, ne? Gut, dann würde ich sagen, was mit dem Part? Ich hoffe, hat euch gefallen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, bis bald und ciao.